Hallo und guten Morgen aus Ridgewood in New York City. Heute machen wir den Touri-Tag, denn was nützt es, wenn ich euch immer alles Mögliche über New York erzähle und dann stimmt das alles nicht. Deswegen lassen wir uns heute professionell helfen. Und dazu geht's jetzt zu der Stelle, wo die 7th Avenue den Broadway trifft, und das ist der Times Square. Also, bis gleich und viel Spaß. Stand clear of the closing doors, please. So, wir sind in der 42. Straße angekommen und marschieren jetzt noch einen kurzen Fußweg zum Times Square. Und dann lassen wir uns da mal schön touristisch berieseln. Also bis gleich. So, ich sag mal, der Wahnsinn des Times Square da hinten, der läuft nicht weg. Kurzer Break. Hier ist ein kleiner Weihnachtsmarkt am Bryant Park. Den kann man kennen, weil der Bryant Park liegt direkt hinter der New York Public Library. Und die wiederum kennt man ja aus dem Film Ghostbusters. Also gehen wir jetzt mal kurz über den Weihnachtsmarkt. Vielleicht finden wir die ein oder andere Kugel. So, ich hatte gerade, beziehungsweise ich habe noch den besten Kakao der Welt auch hier gekauft. $5, okay, gebe ich zu, aber handmade. Da gab es auch Rosinenbrötchen und Baisers, die habe ich dann nicht gekauft. Also hier komme ich definitiv nochmal her. Vielleicht machen wir auch nochmal eine Sonderfolge. Ich wollte ja sowieso New York am Abend oder in der Dunkelheit noch machen. Das sieht hier dann bestimmt fantastisch aus, und bis 20 Uhr hat der Markt ja auch geöffnet sowieso. Und ich habe schon 1000 Sachen gefunden, die ich kaufen will, zum Beispiel dieses Banksy-Kunstwerk, das ist ja, das sich ja selbst zerstört hat. Das kann man hier noch kaufen für $12 plus Tax. Ist in Ordnung. So, jetzt gehen wir tatsächlich gleich zum touristischen Wahnsinn, zum Times Square. So, ich verweise an dieser Stelle mal an meinen Videolog von 2015. Da waren wir ja auch am Times Square bei Nacht. Also tolle Aufnahmen nachts hier natürlich mit dieser wahnsinnigen Neonbeleuchtung. Heute sind wir mal am Tag da und gucken mal ein bisschen in die Details. Ich hatte eigentlich vor, noch eine Stadtrundfahrt zu machen, aber es ist doch ein bisschen chilly und für den Nachmittag sind auch Regentropfen angesagt. Ich habe zwar einen Schirm dabei, aber in so einem Doppeldeckerbus oben zu sitzen mit einem Regenschirm ist jetzt vielleicht auch nicht so das, was man möchte. Also, für alle, die es noch nicht wissen, der Times Square neben dem Petersplatz, einer der berühmtesten Plätze der Welt, und der ist genau an der Stelle, wo die 7th Avenue sich mit dem Broadway kreuzt. Das wurde auch das habe ich im Videolog von 2015 bereits erzählt, in einem Lied der Pet Shop Boys besungen, in einer Textzeile, die da heißt, Where 7th Avenue meets Broadway. Das ist genau hier, nämlich am Times Square. Hier wird übrigens die Show Good Morning America aufgezeichnet, jeden Morgen. Also sie nennen es Live-Taping, also sie findet schon live statt, aber wegen der unterschiedlichen Zeitzonen wird es natürlich zu unterschiedlichen Zeiten ausgestrahlt, aber hier in New York City ist es natürlich live. Ich hatte Tickets für diese Show, aber man müsste sich da, oder man hätte sich da, ich hatte Tickets für gestern, glaube ich, da an der Ecke
einfinden müssen, und zwar morgens um 4. Trotz Tickets. Und da ich gerade einen Tag vorher sehr spät aus Boston zurückgekommen bin und sehr lange an dem Video von Boston gearbeitet habe, war ich sehr müde und habe mir das dann geschenkt. Ich glaube, es war auch nicht so schlimm. Wir können trotzdem nochmal Good Morning America machen in der kommenden Woche, dann ohne Tickets. Aber hier seht ihr ja auch diese Absperrgitter, die hier überall stehen. Die werden dann hier aufgestellt und dann kann man sozusagen live zuschauen, und die kommen auch raus, die mit den Fernsehteams, und man wird sogar gefilmt. Also wenn man jetzt nochmal, ich war ja schon im Nationwide TV bei Fox News, wenn ich jetzt noch zu Good Morning America will, besteht durchaus noch eine Chance, aber morgens um 4 Uhr mich hier in eine kalte Warteschlange zu stellen, ach nö. Gucken wir noch ein bisschen, was es so an Details gibt hier am Times Square. Vielleicht nicht nur die großen Leuchtwände, klar, die gucken wir uns auch an, aber vielleicht gucken wir uns auch ein paar Details an. Leider hat ja, ich glaube im letzten Jahr, der Toys R Us zugemacht. Das ist schade, da bin ich immer gerne hingegangen, weil da gab es ein Riesenrad mitten im Laden. Aber na gut. So, ein paar Details vom Times Square. Dass ich das noch erleben darf, wir haben gerade Curtis getroffen. Curtis aus Alabama, der mit seiner Familie hier ist in New York. Ich kenne ihn überhaupt nicht, aber so ist das eben in Amerika. Der hat mich gesehen mit dieser Kamera hier und wollte, und zwar schon vor ein paar Tagen. Das heißt, der hat jetzt die Chance ergriffen, mich anzusprechen. Was für ein Zufall irgendwie. Ja, okay, aber das dazu. Der hat mir noch einen Tipp gegeben, wir werden gleich noch zum Chrysler Building gehen. Da kann man wahrscheinlich nicht aufs Dach, aber die Lobby soll fantastisch sein. Gucken wir uns noch an. Vorher noch ein paar Bilder, so viele Details gab es jetzt doch nicht, wie ich dachte. Noch ein paar Bilder vom Times Square und dann zum Chrysler Building. Ist ja nur ein paar Blocks von hier. So, das Chrysler Building habe ich schon mal 2013 versucht zu entern. Damals war es eine riesen Baustelle, war auch eingehaust sozusagen in Gerüsten. Und angeblich soll man ja in die Lobby kommen und die soll sehr schön aussehen. Das machen wir jetzt. Wir gucken uns jetzt mal die Lobby des Chrysler Buildings an. Und direkt dahinter, ich sag mal drei Blocks weiter, sind auch noch die United Nations. Können wir auch nochmal vorbeischneiden. Ob ich da reinkomme, wage ich zu bezweifeln, aber zumindest angucken kann man sich den Laden ja mal von außen. Also jetzt Chrysler Building, dann United Nations. Wir machen ja einen Touri-Tag heute. Eins meiner Lebensmottos ist ja sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Wir gehen da jetzt einfach mal rein und vielleicht hält uns ja auch niemand auf. Schauen wir mal. Also ich glaube aber nicht, da sind Drehtüren. Da gehen wir jetzt einfach mal in das Chrysler Building hinein.
Die Amerikaner haben schon auch einen an der Waffel. Ich habe die ganze Zeit gefilmt in dem Gebäude. Aber kaum nehme ich meine kleine Kamera und erzähle ein bisschen was, fliege ich raus. Naja, ist egal, erzähle ich es halt auf der Straße. Also das Gebäude, das Chrysler Building, wurde in den Jahren 1928 bis 1930 fertiggestellt und sollte kurzzeitig eines der höchsten Gebäude New Yorks sein, mit 1049 Fuß, was ungefähr 319 Meter sind. Den Trick hat man aber, damit nicht andere noch schnell andere Gebäude nachbauen oder höhere Gebäude bauen in der Zeit, hat man sich eines Tricks bedient, und zwar diese Metallspitze, die man kennt oder die so charakteristisch ist für dieses Gebäude, die wurde heimlich zusammengebaut und dann anschließend auf das Gebäude draufgesetzt sozusagen, also auf den gemauerten Teil, wenn man so will. Und damit wurde zack das Gebäude schlagartig von einem Tag auf den anderen das höchste Gebäude New Yorks. Natürlich nur für kurze Zeit, aber immerhin. Und das war der Trick. Und alles wunderschön im Art Deco-Style, in den 90er Jahren nochmal renoviert. Und während ich in den 2000er Jahren, also 2013, hier war, wurde ja auch die Außenfassade renoviert. Ein schönes Gebäude. Leider kann man nicht nach oben. Aber gut, schön ist es trotzdem, auch wenn die Leute da drin Idioten sind. Die Sicherheitskontrollen bei den United Nations werden natürlich enorm sein. Und ich habe meinen Reisepass nicht mit. Aber vielleicht gibt es ja sowas wie so Besucherführungen oder so. Mal gucken. Also kann ja sein. Ansonsten gucken wir uns das nur hübsch von außen an und gehen dann wieder woanders hin. Auf jeden Fall sind wir jetzt am East River. Das Gebäude steht praktisch direkt am East River. Ha, das war eine gute Idee. Ich bin jetzt... Kann man das sehen? Ja. Offizieller Visitor der United Nations. Sehr geil. Also es gibt Guided Tours, die dauern eine Stunde, oder man kann auch auf eigene Faust losgehen. Das sehen wir gleich. Jetzt müssen wir erstmal durch die Sicherheitskontrolle. Mal schauen, ob das gelingt. Aber immerhin habe ich schon mal mein Ticket. Sehr, sehr geil. So, ich habe es geschafft. Ich bin zumindest schon mal auf dem Gelände der United Nations. War jetzt wieder mal wie am Flughafen, aber niemand wollte meinen Reisepass sehen. So, das ist übrigens ein Geschenk von Italien. Ja, hübsch. Gut, wir gehen jetzt rein, mal sehen, ob wir so eine Guided Tour bekommen. Auf jeden Fall ganz geil jetzt eigentlich. Erstmal hier noch den Vorplatz ein bisschen erkunden. So, liegen meine Haare richtig? Ja, damit sind wir bei den United Nations eigentlich schon durch. Jetzt geht's wieder raus. Mal sehen, ich habe gar keine Ahnung, wie man hier wieder wegkommt. Und dann schauen wir mal. Also eventuell nochmal Grand Central Terminal, denn ich hatte so das Gefühl, das haben wir uns letztes Mal noch nicht richtig angeguckt. Außerdem ist da ein Apple Store, aber das spielt jetzt auch keine Rolle. Ja gut, also gleich wieder auf der Straße vor dem Gebäude. Jetzt bin ich noch unten im Concourse, wie das heißt, und trinke noch ein Käffchen. Aber dann geht's gleich weiter. Es hat ja natürlich tierisch angefangen zu schiffen. Und ich habe ein kleines Special hier eingefügt für euch.
New York bei Regen. Es sieht wild romantisch aus, es sieht aber auch romantischer aus, als es eigentlich ist. Aber trotzdem sind ein paar schöne Bilder entstanden. Schaut selbst. So, für den 5 O'Clock Tea hat es dann doch nicht mehr gereicht im Plaza Hotel. Das ist jetzt zu weit weg und bis ich da bin und es regnet und so weiter und so weiter. Deswegen ist das Videolog für heute beendet. Morgen ist ein Day Off, also das heißt, morgen gibt es kein Videolog. Am Sonntag dann wieder, da soll es nämlich schönes Wetter geben und die nächsten Tage dann auch. Aber für heute ist Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für eure Likes, danke für eure Kommentare und danke, dass ihr mich bei meinem Besuch in New York begleitet. Macht's gut. Tschüss.